So, ich spiele mal ein bisschen Radfahren. Jahre gewesen sein, wo ich mich auf meine Jugendtage besonnen habe und angefangen habe, Rad zu fahren, um festzustellen, dass mir das Distanz zu meinem Alltag beschert und Distanz zu meinem Hamsterrad, das wohl jeder so mit sich rumträgt. Und man lernt irgendwie die Dinge, seine eigenen Dinge und sein eigenes Leben von außen zu betrachten. Und das hat mir damals erstens therapeutisch sehr gut getan, zweitens körperlich sehr gut getan, auch über größere Strecken Rad zu fahren. Und diese Kombination aus körperlicher Anstrengung und geistiger Befreiung und die hat bei mir einen enormen Schub an Kreativität und Besserung ausgelöst, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das kam dann automatisch. Ich habe mir dann nicht vorgenommen, irgendwie, ich schreibe jetzt Radfahren oder irgendwie, das kommt dann einfach so irgendwie. Also, kommt zurück von der großen Tour. Ich war damals, glaube ich, eine Woche unterwegs kommt und fängt an, Gitarre zu spielen. Plötzlich ist das da. Also wie überhaupt jeder kreative Prozess bei mir nie mit Intention zu tun hat. Also selten mit Intention zu tun hat, also aus der Abteilung, ich mache jetzt irgendwas ganz Bestimmtes, was passiert hat. Ja, und nachher kapiere ich erst, was ich gemacht habe. Das Prinzip ist sehr einfach erklärt. Und der Ton, den ich spiele, der wird wiederholt. Und wenn ich den zeitlichen Abstand kenne, dann macht diese Wiederholung, wird halt maschinell erzeugt. Das heißt also, ich stelle vorher in diesem Fall 314 Millisekunden ein und dann wird der Ton, den ich gespielt habe, 314 Millisekunden später wiederholt. Wenn ich das in Relation zu einem bestimmten Tempo setze, dann entsteht plötzlich eine metrische Verzerrung. Das heißt, ich spiele einen Ton und spiele noch einen Ton und kurz dahinter kommt die Wiederholung vom ersten Ton und dann gibt das eine Verzahnung, die mich ein bisschen erinnert hat an Zahnräder beim Radfahren oder Speichen. Für mich ist Radfahren auf jeden Fall etwas mit Anstrengung zu tun, sonst ist das für mich kein Radfahren. Also ich übel jetzt nicht irgendwie mit 8 Stundenkilometer irgendwo mit einem Finger in der Nase auf dem Rad, sondern das ist vom ersten Meter an Rad. Und immer wenn ich losfahre, wie bei meiner letzten Tour letztes Jahr, dann sage ich zu meinem Sohn, tschüss, bis in der Woche. Ich hasse mich in dem Moment schon, wenn es losgeht. Ja, das ist jetzt übertrieben, aber ich hasse mich nicht, aber es ist, ich sage, warum tust du das an? Und dann bin ich 10 Kilometer weiter und dann weiß ich, worauf es gemacht wird. Du schreibst irgendwie in ein anderes Thema und manchmal ist man mit den Gedanken auch ganz woanders. Und dann merkst du irgendwie, dann fängt es wieder 3% an mehr zu steigen und du denkst, du löst dich dann wieder von dem Bild, wo du hingeguckt hast und weißt, ach nee, eigentlich, es gibt nur das Rad und den Gegenwind und dann bergauf. Und jetzt geht die Anstrengung weiter. Ja. Das ist es.